Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es die Neuerscheinungen für den Monat Oktober. Und das habe ich im letzten Video ja schon angekündigt, beziehungsweise im letzten Neuerscheinungsvideo bereits angekündigt, dass im Oktober super, super viele Bücher rauskommen werden. Ich meine, es ist der Monat der Buchmesse in Frankfurt und die Verlage wären dann ja auch blöd, wenn sie nicht um diesen Dreh rum ihre Bücher auf den Markt bringen, um sie dann einfach auf einer der zwei größten Buchmessen in Deutschland zu vermarkten oder auch einfach PR dafür zu machen. Ich habe mir wie immer alles gescreenshottet, ich habe mir eine Liste gemacht, welche Bücher wann erscheinen und ich möchte sie euch heute vorstellen. Also dieses Video ist immer das Video mit der meisten Recherchearbeit, aber ich mache es ja gerne und ja, ich würde sagen, wir legen auch direkt los, weil es sind wirklich, ich glaube, so viele Bücher wie nie in diesem Jahr. Deshalb, ich versuche mich auch nicht so ewig an jedem Buch aufzuhalten und was dazu zu sagen, sondern stellt euch einfach die Bücher vor, lest euch den Klappentext vor und dann switchen wir zum nächsten Buch. Sonst wird das hier ein 2-Stunden-Video und ja, das will keiner von uns. Starten wir direkt am 1. Oktober, da erscheinen einige Bücher. Ich glaube, es sind 5 oder 6 Bücher für den einen Tag. Fangen wir einfach an mit Ever and After Band 3. Also es ist der 3. und finale Band der Ever and After Reihe von Stella Tuck. Ich habe tatsächlich Band 1 und 2 noch nicht gelesen. Eine Freundin von mir hat es im Buddyread gelesen und die waren alle nicht so begeistert von Band 1. Ich finde die Aufmachung aber schon super schön und ich mag Stellas Schreibstil unheimlich gern. Also vielleicht werde ich ihm eine Chance geben. Aber ja, hier geht es jetzt erstmal um Band 3. Sei vorsichtig, was du dir wünschst, denn Rains Wunsch, die Welt und ihre Freundinnen zu retten, hat schlimmere Konsequenzen, als sie es sich jemals hätte vorstellen können. Um den Prinzen und seine dunkle Vasallen aufzuhalten, hat sie nicht nur ihr Herz, sondern auch ihre Seele geopfert. Nun muss Rain alles daran setzen, ihren Wunsch rückgängig zu machen. Dann erscheint das Buch einer Autorin, von der ich noch gar nichts gelesen habe, aber das Buch hat mich vom Cover her sehr, sehr angesprochen, deshalb habe ich da mal einen genaueren Blick reingeworfen. Anne Oldachs Bonds and Curses Flammen gezeichnet. Ist ein Reihenauftakt. Super schöne Aufmachung, also optisch zu 1000% das, was mir gefällt. Aber der Inhalt klang bisher auch sehr vielversprechend. Träumst du auch von der einen wahren Liebe? Doch was, wenn diese Liebe deinen Seelenverwandten zerstören würde und den Untergang einer ganzen Welt besiegelt? Freunde zu finden ist Erins größter Wunsch, als sie zum Studium nach Dublin geht. Da sie bisher mehr Zeit mit Büchern als mit Gleichaltrigen verbracht hat, fällt ihr das nicht leicht. Und dann geschieht das Unvorstellbare. Während einer Halloween-Feier werden sie und der Frauenschwarm Connor durch ein Weltentor in die Anderswelt gezogen. Doch anders als in den keltischen Mythen beschrieben, ist diese Welt voller Gefahren und mordlüsterner magischer Wesen. Um in ihre Welt zurückzukehren, müssen Erin und Connor sich nicht nur ihren größten Ängsten stellen, sondern auch den Gestaltenwandler Finn Tan, der sie töten will, als Verbündeten gewinnen. Auch der 2. Band von Carina Schnells neuester Buchreihe wird am 1. Oktober auf den Markt kommen. A Whisper of Wings heißt das Ganze. Ich finde das Cover auch wieder unheimlich schön. Habe Band 1 schon ewig auf der Wunschliste. Ich glaube, seit es angekündigt wurde. Habe es immer noch nicht geschafft, es zu lesen. Aber vielleicht kann ich die Dialogie dann jetzt auch in einem Rutsch durchlesen. Wir werden es sehen. Als neue Anführerin der Wilden Jagd, der gefürchtetsten Söldnertruppe von Midgard, hat sich die Hexe Smilla einem Ziel verschrieben, das ihr Leben von nun an bestimmt. Sie will das Land von den mordlüsternen Valkyren befreien und damit Rache üben, denn diese nahm ihr das, was sie am meisten geliebt hat. Auf der Suche nach Verbündeten in ihrem aussichtslos scheinenden Kampf gegen die übermächtigen Valkyren zieht die wilde Jagd durch ein verwüstetes Land. Schließlich fasst Smilla einen kühnen Plan. Sie werden die Götter aus ihrem Gefängnis von Adangard befreien, um die geflügelten Bestien mit ihrer Hilfe zu besiegen. Doch in Odins Hallen warten mehr als eine Überraschung auf die Gefährten. Und ebenfalls am 1. Oktober erscheint der Doppelband zur Matching Night von Stefanie Hasse. Da sind Band 1 und 2 ja bereits erschienen und jetzt wird es einen Doppelband mit beiden Bänden geben. Habe ich 3000 Mal Band gesagt. Ja, Matching Night 1 und Matching Night 2. Also ich glaube, die sind auch schon bestimmt gut 3 Jahre auf dem Markt, wenn ich jetzt mich nicht so weit aus dem Fenster lehne. Würde schon sagen, locker 3 Jahre. Ich weiß auch von Freunden, dass sie das gelesen haben, aber irgendwie hat es mich nicht so hingezogen. Ich weiß auch, dass ich mit Tatjana drüber gelacht habe, weil sie die Bloggerbox hatte und da war einfach eine Haarbürste drin.
Weil es auch heißt, mach dich bereit für die Matching Night. Da musste ich irgendwie ein bisschen drüber lachen. Aber jetzt lese ich euch noch den Klappentext vor und dann wisst ihr auch, um was es in der Reihe geht. Keiner weiß, was auf den Matching Nights passiert, den Verkupplungsbällen der beiden Studentenverbindungen am britischen St. Joseph's College. Kara nimmt nur aus Geldnot daran teil, denn wenn sie und ihr Match überzeugend ein Paar spielen, winkt ihr ein Stipendium. Doch ihr Partner ist ausgerechnet Josh, der Sohn der US-Präsidentin, dessen Nähe Kara völlig verunsichert. Und warum gibt es dieses Gerücht um eine verschwundene Studentin, die seit der letzten Matching Night nicht mehr gesehen wurde? Switchen wir weiter zum 7. Oktober und da kommt Storm to Kill a Kiss von der lieben Julia Dippel auf den Markt. Das ist der zweite Band der, ich weiß gar nicht, wie die Reihe heißt. Auf jeden Fall wird das Ganze bei Planet erscheinen und ich freue mich tatsächlich auch schon sehr drauf, die Reihe zu lesen, weil sie für mich sehr, sehr ansprechend klingt und ich nach Isawa auch die Schreibart von Julia Dippel sehr, sehr mag, auch wenn ich lange, lange Zeit nichts mehr von ihr gelesen habe. Manchmal reicht ein Kuss, um ein Herz zu brechen. Sinta konnte die mysteriöse Mordserie in Innebar zwar beenden, doch der Preis dafür war hoch. Jeder weiß nun, wer sie ist. Darum muss sie nun an der Seite der Monarchin in die Hauptstadt reisen, wo sie als Symbol des Friedens vorgeführt werden soll. Doch das scheinbar Wohlwollen der Monarchin hat ein Ablaufdatum und Ares Misstrauen verfolgt sie ebenso wie der Sturm. Wenn es ihr nicht gelingt, den Drahtzieher hinter der gefährlichen Intrige zu finden, in die sie sich verstrickt hat, verliert sie nicht nur seine Liebe, sondern auch ihr Leben. Einen Tag später erscheint Today I'll Steal His Heart. Das habe ich schon ganz, ganz lange auf meiner Wunschliste, weil ich es einfach total, ja, schön fand. Falls ihr im Hintergrund was schnarchen hört, der Hund liegt genau neben mir und die ist momentan ein bisschen erkältet. Und ja, schnarcht sich hier einen ab und ich denke mir jedes Mal, hoffentlich hört man es nicht auf der Kamera, aber ich möchte sie jetzt ungern aufscheuchen. Ja, machen wir aber weiter mit dem Buch. Das war nur so ein kleiner Zwischen-Fun-Fact. Nicht, dass ihr euch wundert, was das für ein Geräusch hier in meiner Wohnung ist. Ja, ich würde euch jetzt gern den Klappentext zu Today I See His Heart vorlesen und versuchen, mich wieder ein bisschen zu fangen. India braucht dringend ein Date für die Hochzeit ihrer Mutter. Wie gut, dass sie versprochen hat, ihren Freund mitzubringen, den es gar nicht gibt. Da kommt ihr die neue Dating-App an der Uni gerade recht und das Match mit Brian gibt ihr Hoffnung auf eine passende Begleitung. Doch India hat die Rechnung ohne Asher Woods gemacht. Der Volleyballspieler hat eine Mission, India den Kopf zu verdrehen. Diese ist leider nicht so einfach zu überzeugen, wie er dachte. Als er ihr anbietet, sie auf die Hochzeit zu begleiten, ist das Chaos perfekt. Denn nun muss India sich entscheiden, entweder für Brian, den sie noch nie getroffen hat, oder für Asher, bei der ihr mehr Gefühle, der bei ihr mehr Gefühle auslöst, als sie sich eingestehen will. Jetzt kommt ein Buch für alle Fourth Wing-Fans. Es wurde anfangs ein bisschen kritisiert, dass das irgendwie abgekupfert wurde von Fourth Wing, aber ich gebe da gar nichts drauf. Ich gebe dem Buch eine Chance. Es klingt für mich auch sehr, sehr toll. Es heißt Burning Crown. Und die liebe Marie wird das im Hause KISS veröffentlichen. Ich habe es auch schon angefragt und freue mich tatsächlich schon sehr drauf. Ich mag das nämlich gar nicht, wenn man irgendwie Vergleiche zieht. Auch wenn immer sagen, das ist ein Buch wie Throne of Glass, das ist ein Buch wie Akuta, das ist ein Buch wie Harry Potter, das ist ein Buch wie Tralala. Jedes Buch ist zwar vielleicht in Grunddingen ähnlich, aber was die Autorinnen und Autorinnen daraus machen, ist nochmal was ganz, ganz anderes. Und deshalb finde ich es immer schade, wenn das dann so im Vorfeld schon so zerrissen wird. Dementsprechend freue ich mich da sehr, sehr, sehr drauf und will dem Ganzen auch, sobald es hier ist, die Chance geben, mich zu überzeugen. Eine Drachenreiterin liebt nicht, erst recht nicht ihren Drachen. Der Auftakt zur neuen großen Romantasy-Trilogie. In der Armee von Eldea sind die Beziehungen zwischen Reitern und Drachenwandlern streng verboten. Zuwiderhandlungen werden mit dem Tod bestraft. Doch als Captain Yessa Heiß ein neuer Drache zugeteilt wird, ist ihr sofort klar, dass es schwer wird, diese Regel zu befolgen. Kasim übt eine ungeahnte Anziehungskraft auf sie aus. Und je mehr sie hinter seine verschlossene, misstrauische Fassade blickt, desto heftiger wird das verbotene Knistern zwischen ihnen. Yessa kämpft mit aller Macht gegen ihre wachsenden Gefühle an, denn schon ein falscher Blick könnte ihr Schicksal besiegeln. Nur ahnt sie nicht, dass die größte Gefahr für ihr Leben von Kasim selbst ausgeht. Mitte Oktober erscheint dann auch endlich der dritte Band der Cold Case Academy. Ich habe Band 1 ultra gefeiert, Band 2 leider noch nicht gelesen, aber ich freue mich da schon seit Wochen drauf. Ich hatte ja mal auch ein Video gemacht,
auf welche Fortsetzungen wir uns jetzt in diesem Jahr noch sehr freuen. Und da war Cold Case Academy auf jeden Fall dabei. Ich finde die Reihe klasse, auch wenn sie so ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone liegt. Aber ich werde mir jetzt vielleicht die Tage mal eine Liste anlegen, welche Bücher wirklich realistisch sind, die ich dieses Jahr noch kaufe und auch lese. Mein Sub ist nämlich schon wieder auf 80 Bücher angestiegen und ich habe eigentlich gesagt, ich möchte nicht mehr über die 80 gehen oder über die 79 gehen. Und jetzt ist es schon wieder passiert, weil ich die letzten Tage einfach nicht zum Lesen kam, aber dafür zum Shoppen. First World Problems heißt das Ganze, glaube ich. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern um den Klappentext zu Band 3, der Cold Case Academy. Als in Las Vegas eine Reihe brutaler Morde geschieht, sollen Cassie Hobbs und der Rest des Teams ermitteln. Trotz ihrer besonderen Talente stellen diese Morde das Team vor ein Rätsel. Alle Opfer wurden in der Öffentlichkeit getötet, ohne dass der Mörder auf einem der Überwachungsvideos zu sehen ist. Und dann sind da noch die Nummern, die der Täter jedem Opfer aufs Handgelenk tätowiert hat. Hinter den Nummern verbirgt sich ein Code, und je näher das Team der Lösung des Falls kommt, desto größer wird die Gefahr, in der sie schweben. Das nächste Buch habe ich tatsächlich auch schon angefragt, habe gerade eben noch mal reingeguckt. Es steht beim Bloggerportal noch auf in Prüfung. Ich weiß nicht, ob sie es auch wieder so kurz vor knapp vor dem Release entscheiden, wer das Buch kriegt oder nicht. Das ist ja beim Bloggerportal immer so 50-50. Manchmal bekommst du das Gefühl schon 3 Wochen vorher zugesichert und 2 Wochen vorher zugeschickt. Manchmal warten sie wirklich bis zum Release, bis sie zu- oder absagen. Und dann dauert es noch mal ein paar Tage, bis es kommt. Also es kommt immer darauf an, welchen Bearbeiter du da hast. Und warten wir es mal ab. Es klingt auf jeden Fall für mich sehr, sehr ansprechend. Bloomsbury Campus ist der Reihenstart. Ich muss gerade gucken, wie der Untertitel lautet. Wo ist meine schlaue Liste? Hidden Secrets heißt der erste Band. Lassen wir uns mal überraschen. Hals über Kopf verlässt Lily ihre alte Uni, um ihren Master in Psychologie an der exklusiven Bloomsbury University im walisischen Küstenort Marchlin Falls zu machen. Alles, was sie möchte, ist ihre Vergangenheit und ihre Geheimnisse hinter sich lassen. Nur leider ist das nicht so einfach, denn Lily muss nicht nur innerhalb kürzester Zeit die horrenden Studiengebühren für die Privatuni auftreiben, obwohl sie völlig abgebrannt ist, da ist auch noch der unverschämte Doktorand Alice. Er verkörpert genau das, was Lily nicht sucht. Alles, worauf sie sich unter keinen Umständen einlassen darf. Trotzdem kann sie plötzlich an nichts anderes denken als an ihn. Doch wie soll sie sich auf ihn einlassen, wenn sie ihm nie die ganze Wahrheit über sich erzählen kann? Und auf das nächste Buch freue ich mich auch ungemein. Es ist nämlich der 3. Band von Jennifer L. Armentrouts Prolog zur From Blood and Ash Reihe. Fire in the Flesh heißt das Ganze. Und da geht es auch wieder um Nyctos und ich bin begeistert. Ich hab tatsächlich auch überlegt, das Ganze nochmal von vorne zu lesen. Also sowohl die From Blood and Ash Reihe als auch die Liebe im Schatten Reihe, das Prolog der ersten Reihe. Meine beste Freundin liest das Ganze nämlich auch gerade. Und an dieser Stelle nochmal Happy Birthday, Ruby. Sie hat nämlich heute Geburtstag. Ja, und irgendwie hat sie mir über Dinge erzählt, die ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Und ich hätte Lust, das Ganze nochmal neu zu lesen. Nach einem schrecklichen Verrat befinden sich Sera und Nyctos in der Gewalt Kolis, des falschen Königs der Götter. Kolis glaubt, in Sera die Wiedergeburt seiner großen Liebe gefunden zu haben. Und wenn sie Nyctos befreien und einen Krieg zwischen den Primaren verhindern will, muss Sera dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Zwar wurde sie ihr ganzes Leben lang darin ausgebildet, einen Gott zu verführen, doch einen Gott zu verführen, während ihr Herz einem anderen gehört, darauf war sie nicht vorbereitet. Dann wird ein Buch erscheinen, auf das gefühlt die halbe Buchbubble wartet. Alle Fans von TJ Klune haben sich weinend in den Armen gelegen, als sie gehört haben, dass Mr. Parnassus eine Fortsetzung bekommt. Ich habe das Buch auch gelesen, ich habe es jetzt nicht so ultra abgefeiert wie andere, aber ich fand es mega schön. Und freue mich auch schon tatsächlich jetzt auf die Fortsetzung. Jenseits des Ozeans heißt das Ganze und da heißt es wie folgt. Willkommen zurück auf der wunderbaren Insel Marcias, inmitten des azurblauen Ozeans. Hier bietet Arthur Parnassus magisch begabten Kindern, die zu Waisen geworden sind, ein Zuhause. Und hier hat Arthur seine große Liebe Linus Baker kennengelernt. Die Kinder und Linus sind Arthurs kostbarster Schatz. Doch sein Leben war nicht immer leicht und als ein neuer Bewohner auf die Insel zieht und Arthurs dunkle Vergangenheit an die Öffentlichkeit kommt, droht sein Traum von einem glücklichen freien Leben für alle magischen Begabten zu zerplatzen. Die letzten 3-4 Bücher erscheinen auch alle am 16. Oktober, genau wie das nächste. Shine Like Midnight Sun heißt das Ganze.
Das ist jetzt auch gerade erst frisch auf die Liste gewandert. Das hatte ich nämlich so gar nicht auf dem Schirm und es ist mir erst gestern bei der Recherche so ein bisschen ins Auge gestochen und dachte, ja, wäre ein Buch, das ich auch lesen würde, pack's mal mit auf die Liste. Es geht um den zweiten Band dieser Reihe, also Shine Like Midnight Sun ist der zweite Band der Reihe und spielt in Island, was ich irgendwie als Setting auch mega schön finde, weil man davon echt selten liest. Hals über Kopf hat Lily Island verlassen, als sie von Aarons Lüge erfahren hat. Jetzt sitzt sie verloren bei ihrer Großmutter auf Sylt und weiß nicht, wie es weitergehen soll, bis sie eine Nachricht von Save the Iceland bekommt, die sie daran erinnert, dass ihr Herz längst für das karge Land im Nordatlantik schlägt. Genau wie für Aaron, dem derweil die Zeit davonläuft und der seinen Augen nicht trauen kann, als Lily eines Abends wieder vor ihm steht. Während in Island endlose Tage für beide anbrechen, schwindet die Hoffnung auf ein Spenderherz für Aaron mit jedem Tag mehr. Ich habe ja gerade Buddy Reed Once Upon a Broken Heart gelesen und war total begeistert. Also ja, zwei von uns mochten es sehr, zwei von uns fanden es gar nicht mal so gut. Also da scheiden sich wirklich die Geister. Jetzt erscheint auf jeden Fall der deutsche Band Nummer 3. A Curse for True Love heißt das Ganze und ich freue mich echt sehr. Ich bin jetzt gerade dabei, Band 2 zu lesen. Also ich habe mit Jessie jetzt Band 2 weitergemacht, die anderen zwei sind ausgestiegen. Und ja, mal abwarten, ob es uns danach so gut gefällt, dass wir auch den dritten Band lesen wollen. Evangeline Fox hat sich auf die Suche nach ihrem Happy End bis in den fantastischen Norden gewagt. Und es scheint, als hätte sie es gefunden. Sie ist mit einem gut aussehenden Prinzen verheiratet und lebt in einem sagenumwobenen Schloss. Doch Evangeline hat keine Ahnung, welch verheerenden Preis sie für dieses Märchen gezahlt hat. Sie weiß nicht, was sie verloren hat. Und ihr Ehemann ist fest entschlossen, dafür zu sorgen, dass sie es auch nie erfährt. Aber zuerst muss er Jax, den Prinzen der Herzen, töten. Dann bringt auch die liebe Antonia Wesseling ein neues Buch auf den Markt. Dark Venice oder Dark Venice, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, spielt, wie man am Titel unschwer erkennt, in Venedig. Und sie hat ja schon mal ein Buch rausgebracht, Die Maske, wie heißt es, der Vergangenheit? Irgendwas mit Maske. Und ich glaube, das hat auch in Venedig gespielt. Ich möchte mich da jetzt nicht festlegen, aber irgendwie hat mir das die Verbindung in meinem Kopf, die ich da verknüpft habe, so gesagt. Ich werde das auf jeden Fall nochmal recherchieren und falls es nicht stimmt, dann blende ich es euch natürlich nochmal ein. Als Merle für ein Auslandssemester nach Venedig kommt, hat sie vor allem eins im Sinn, einer großen Familienlüge auf den Grund zu gehen. In der Lagunenstadt trifft sie auf eine junge Italienerin, die ihr kurzerhand ein Bett im Casa Nera anbietet. Während sie von Giulia mit offenen Armen dem alten venezianischen Hotel empfangen wird, verhalten sich vier Mitbewohner Merle gegenüber kühl und distanziert. Vor allem der verboten attraktive Matteo. Merle wird den Eindruck nicht los, dass er etwas vor ihr verbirgt. Und auch sie hält ihren wahren Grund der Reise geheim. Als sie in der Uni Gerüchte über die Clique hört, sind es nicht nur seine Blicke, die Merles Knie weich werden lassen. Dieses Semester steht mehr auf dem Spiel als ihr Herz. Die Wahrheit. Ja, der Hund bringt mich gerade ein bisschen raus hier. Das nächste Buch ist auch sehr spontan auf dieser Liste gelandet, aber ich habe den Titel gelesen und wusste, okay, das muss auf jeden Fall da drauf. Zwei Hexen und ein Whisky heißt das Ganze. Spellbound Guild Codex soll die Reihe heißen. Ein bisschen komischer Name, aber ja. Der Klappentext klingt mega gut. Ich mag Hexen, ich mag Whisky und klingt auf jeden Fall so, als könnte es mir gefallen. Vor 3 Monaten habe ich einen Job als Barkeeperin angenommen, aber nicht in einer normalen Bar, in einer magischen Gilde. Ich bin kein mächtiger Magier wie meine 3 heißen besten Freunde. Keine Zauberin, keine Alchemistin, nicht einmal eine Hexe. Nur ein Mensch, der Drinks mixt wie ein Profi und ansonsten seine nicht magische Nase aus mythischer Angelegenheiten halten raushält. Ich kenne meine Grenzen. Warum stehe ich also gerade einem Schwarzmagierkreis, einem Feenlord gegenüber? Und mir bleiben nur ungefähr 5 Sekunden, um diesen sehr wütenden Meeresgott davon zu überzeugen, mich nicht wie eine Mücke zu zerquetschen. Das stand definitiv nicht in der Jobbeschreibung. Dann erscheinen im Oktober auch 3 Sonderausgaben. Und zwar handelt es sich um quasi die Vorreiterin des New Adult-Genre. Also ich finde, die Berühre-mich-nicht-Reihe von Laura Kneidel war so irgendwie so der Startschuss damals, um ja, diese ganze New Adult-Schiene zu beginnen. Damals war es Berühre-mich-nicht und der 2. Band davon. Ich habe auch beide Sonderbände, die nach 5 Jahren rauskamen als Jubiläumsausgabe, im Hardcover-Format hier. Und jetzt erscheinen im Oktober eben Band 3, 4 und 5. Zum einen Vergiss uns nicht
und zerbrich uns nicht und verliebe dich nicht. Ich lese euch jetzt nacheinander die Klappentexte vor, also die lassen sich unabhängig voneinander lesen. Band 3 und 4 gehören auch zusammen und Band 5 ist dann nochmal so ein Einzelband. Starten wir mit Vergiss uns nicht. Sie will sich neu verlieben, aber sie kann ihn nicht vergessen. Sich zu verlieben ist Aprils größter Wunsch. Sie sehnt sich nach jemandem, der ihr Herz zum Flattern und ihren Bauch zum Kribbeln bringt. Der einzige Mann, der sie das jemals hat fühlen lassen, ist Gavin Forster. Während er vor 5 Jahren noch ein wichtiger Teil ihres Lebens war, ist heute von ihrer Freundschaft nur noch Wut und Schmerz übrig. Eigentlich hätte April ihn längst vergessen sollen. Aber das ist leichter gesagt als getan. Schließlich ist Gavin immer noch der beste Freund ihres Bruders. Doch als Gavins Vergangenheit droht, ihn einzuholen, kann April nicht anders, als ihm zu helfen. Auch wenn sie weiß, dass sie ihr Herz dadurch erneut in Gefahr bringt. Den Klappentext zu Zerbrich uns nicht lese ich natürlich nicht vor, weil es eben zu Band 1 gehört. Oder Band 3. Das ist ein bisschen kompliziert. Aber ich würde euch jetzt noch den Klappentext zu Band 5 vorlesen. Die 21-jährige Megan lebt für ihre Kunst. Der erhoffte Erfolg lässt jedoch auf sich warten und schließlich wird sie von ihren Eltern für die Wahl gestellt. Entweder sie studiert oder sie streichen ihr die finanzielle Unterstützung. Megan entscheidet sich für ihre Kunst und zieht kurzerhand nach Melview, um dort ihren Traum zu verwirklichen. Aber das ist leichter gesagt als getan, denn sie braucht dringend einen Job. Doch als sie angeboten wird, als Barista im Le Petit zu arbeiten, zögert sie. Grund dafür ist Cameron, der attraktive Kaffeebesitzer, auf den sie schon lange ein Auge geworfen hat. Allerdings hat Cam sie bei ihrem letzten Treffen eiskalt abblitzen lassen, obwohl da ein Feuer zwischen ihnen ist, das sie nicht leugnen kann. Am 23. Oktober erscheint Because of You I Want to Love. Das ist auch der 3. Band einer Reihe, die ich bisher noch nicht gestartet habe und die ich bisher auch noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber der Klappentext hier klang sehr, sehr gut. Hannah und Flynn kennen sich bereits ihr ganzes Leben. Schließlich haben sie seit ihrer Kindheit jeden Sommer zusammen auf Martha's Vineyard verbracht. Mittlerweile träumt Hannah davon, auf der Insel ein eigenes Café zu eröffnen. Flynn, Sohn der alteingesessenen Familie Sullivan und Koch des Yachtclubs, unterstützt sie bei ihrem Vorhaben. Um ihre Freundschaft nicht zu gefährden und da Flynn nichts anderes in Hannah sieht als seine beste Freundin, darf er nie erfahren, dass sie schon lange mehr für ihn empfindet. Entschlossen, ihre Gefühle endlich zu überwinden, gibt sie dem Feuerwehrmann Taylor eine Chance. Aber plötzlich verhält Finn sich ganz ungewohnt. Hannah bemerkt immer häufiger nachdenkliche Blicke und beiläufige Berührungen. Oder bildet sie sich das nur ein? Ebenfalls am gleichen Tag, und das gilt auch für die nächsten Bücher, die ich euch vorstelle, ich glaube noch die nächsten 3 Bücher, wird das Ganze am 23. Oktober auf den Markt kommen. Also genau die Woche nach der Buchmesse. Und da wird auch Legacy of Stars erscheinen, was für mich sehr, sehr ansprechend geklungen hat. Shadia ist ein gefallener Stern. Sie besitzt die Gabe, Schicksale zu lesen und zu lenken. Doch weil ihresgleichen gejagt und verachtet werden, versucht sie nicht aufzufallen. Bis sie dem Kronprinzen begegnet und sein Schicksal sieht. Shadia erkennt, dass sie ihn vor einem grausamen Tod retten kann. Dafür bemüht sie ausgerechnet die Hilfe von Lior. Lior, der Bruder des Kronprinzen, der Blutprinz, der Mann, der im ganzen Reich dafür bekannt ist, Sterne zu jagen und zu töten. Und obwohl er ihren Untergang bedeuten könnte, bringt er ihr Herz ungewollt zum Brennen und offenbart ihr, was sie wirklich ist. Ein Stern der königlichen Familie des Himmels. Nur wenn alle Familienmitglieder ihre Mächte vereinen, können sie das Schicksal des Kronprinzen und des Königreichs verändern. Doch sind sie bereit, ihr Erbe anzuerkennen und Shadia zu folgen? Die liebe Lily S. Morgan bringt auch im Oktober ihr neuestes Buch Bibi auf den Markt. Ich habe sie vor 2 Jahren auf der Buchmesse kennengelernt und sie ist ein wundervoller Mensch. Sie ist super sympathisch und da freue ich mich auch schon sehr, sie hier bei diesem Buch auch ein bisschen unterstützen zu können. Die 21-jährige Arlen Dorrell ist die beste Diebin New Yorks. Dass sie ein Irrlicht ist und unsichtbar werden kann, macht sie geradezu unfassbar. Doch als bei ihrem neuesten Coup ein Drachenwandler außer Rand und Band gerät, kann sie nur knapp dem dämonischen und sehr attraktiven Special Agent Marlon Heaton entkommen, der es schon lange auf sie abgesehen hat. Und ihr Pech hält an. Ein Unbekannter, der hinter das Geheimnis ihrer Identität gekommen ist, beginnt sie zu erpressen. Um nicht aufzufliegen, muss sie ein wertvolles Artefakt aus dem Magical Bureau of Investigation stehlen. Dafür gibt sie sich selbst als Agentin aus und wird so zur neuen Partnerin ihres Erzfeinds Marlon Heaton. Auch die liebe Laura Cadea bringt den finalen Band ihrer Reihe auf den Markt. The Book of Seals heißt das Ganze. Ich durfte damals zu Band 1 die Blogtour begleiten und ich mag die Reihe unheimlich gern. Ich weiß gar nicht, warum ich Band 2 noch nicht gelesen habe. Eigentlich hatte ich das vor. Ich habe ihn auch hier stehen. Aber da würde sich auch anbieten, jetzt vielleicht gleich Band 2 und 3 in einem Rutsch zu lesen.
Zwei Schicksalspaare für immer verbunden. Die Tore zur Anderswelt stehen offen und die verbannten Dämonen drohen nicht nur Prag zu überrennen, sondern die gesamte arkane Welt zusammenbrechen zu lassen. Nur Ellie kann sie kontrollieren, aber dafür muss sie ihre Vergangenheit, vor der sie so lange geflohen ist, akzeptieren und zu dem werden, was sie nie sein wollte. Dieses Vermächtnis stellt die Beziehung mit Astra auf die bisher härteste Probe. Auch Mathia und Atlas kämpfen für ihre gemeinsame Zukunft und suchen angesichts der dunklen Bedrohung nach einer Lösung. Doch die scheint ausgerechnet aus den Reihen ihrer Feinde zu kommen. Und wenn die Grenzen zwischen Hell und Dunkel, Gut und Böse immer mehr verschwimmen, wem ist dann noch zu trauen? Auf das nächste Buch freue ich mich irgendwie schon sehr. Es ist eigentlich voll in meinem Beuteschema, aber ist mir auch die ganze Zeit so ein bisschen durchs Netz geflutscht, nenne ich es einfach mal. Jetzt bei der Recherche ist es doch wieder aufgeploppt. Also ich weiß, dass ich mir irgendwann einen Screenshot davon gemacht hatte, aber es ging irgendwie komplett unter. Jetzt habe ich es hier schwarz auf weiß oder auf Band, auf Video, wie man es auch nennen will. Und ja, werde es mir nachher direkt auf meine Read-O-Liste packen. Hollywood Hearts heißt das Ganze und es heißt im Klappentext. Ich habe schon nicht mehr daran geglaubt, als Drehbuchautor in L.A. durchzustarten. Aber zu meinem Glück hat mein Agent vor ein paar Wochen einen Investor gefunden. Hurra, alle meine Probleme sind gelöst. Der Haken, der Investor ist nur bereit, meinen Film zu finanzieren, wenn ich eine bestimmte Schauspielerin verpflichte. Und natürlich muss es dieselbe Schauspielerin sein, die ich vor ein paar Monaten über den Tisch gezogen habe. Aber dieses winzige Detail braucht sie ja nicht zu wissen, oder? Alles, was zählt, ist, sie dazu zu bringen, den Film zu machen. Wir können die Vergangenheit doch einfach hinter uns lassen, oder? Dann erscheint ein Buch, das da heißt 12 of Nights. Da habe ich tatsächlich auch schon ganz lang von gewusst und es ist mir so ein bisschen untergegangen. Und jetzt bei der Recherche habe ich es wieder gesehen und dachte mir so, okay, jetzt gilt's, jetzt kommt's mit ins Video. Und jetzt lese ich euch natürlich auch noch den Klappentext vor. In einem griechischen Bergdorf leiten die 12 Rauhnächte mit besinnlichen Ritualen und winterlichen Festen den Jahreswechsel ein. Doch einer alten Legende zufolge stehlen sich in dieser Zeit auch die dämonischen Kalkanzari in das Dorf und opfern ein Menschenleben. Als die 22-jährige Daphne kurz nach der Weihnachtsmesse eine junge Frau kennenlernt, fühlt sie sich sofort zu ihr hingezogen. Während der Feierlichkeiten im Dorf kommt Daphne der mysteriösen Ioana immer näher. Doch diese hütet ein Geheimnis und ihre Liebe kann außerhalb der Rauhnächte nicht existieren. Einen Tag später erscheint dann ein Buch von einer Autorin, die ich tatsächlich schon ganz lange kenne, vom Hörensagen, aber noch nie ein Buch von ihr gelesen habe, obwohl ich ihre Cover unheimlich schön finde, die sie tatsächlich auch immer selbst macht. Ich spreche von Marie Krassoff und wer ihre Cover kennt, weiß, was ich meine. Die sind echt bombastisch, wunderschön, unfassbar. Ja, finde keine weiteren Worte dafür. Super, super hübsch. Und jetzt bringt sie Heart and Shadow auf den Markt. Und ich habe mir gesagt, jetzt nutzt du die Gunst der Stunde und liest endlich mal was von ihr. Und dieses Baby hier soll es sein. Die 24-jährige Wächterin Ra wird in die Hauptstadt Satims gerufen. Sie soll helfen, den mysteriösen Vorfällen dort ein Ende zu setzen. Gefährliche Tierwesen greifen immer wieder Menschen an und Ra besitzt die Fähigkeit, Lebewesen von der chaotischen Energie zu befreien, die sie aggressiv werden lässt. Dabei trifft sie auf den geheimnisvollen Iron. Ra bemerkt sofort die seltsame Energie, die von ihm ausgeht, und obwohl sie unsicher ist, ob sie ihm trauen soll, kann sie sich nicht gegen seine Anziehungskraft wehren. Auch von der nächsten Autorin habe ich noch nie was gelesen. Also diesen Monat kommen wirklich viele Bücher von für mich neuen Autorinnen und Autorinnen auf den Markt. Von daher, ja, mal abwarten, wie viel davon ich wirklich schaffe, wie viel davon ich wirklich kaufe. Weil man ja nie weiß, ob einem der Schreibstil gefällt oder nicht. Und manchmal bleibt man gerne, also zumindest kann ich davon nur für mich sprechen, bleibe ich manchmal gern beim Altbewährten. Auch wenn es immer wieder schön ist, neue Autoren und Autoren kennenzulernen. Aber wie gesagt, es ist auch der Monat der Buchmesse. Wer weiß, wie viele Bücher ich von dort mitbringen werde, weil ich einfach den Autoren so sympathisch finde nach der Lesung. Ja, das sind einfach Probleme eines Bücherwurms, würde ich mal behaupten. Magie hat immer einen Preis. Wird es ihre Liebe sein? Elspeth und Raven, jetzt irgendwie wie Elspeth, haben fast alle der magischen Karten zusammengetragen. Doch die eine wichtigste bleibt verborgen, die zwei Erlen, der Schlüssel zur Rettung von Blunder. Bis zur Nacht der Sonnenwende müssen sie die Karte finden, denn nur dann kann der Fluch des Nebels gebrochen werden, der das Reich verschlingt. Sie müssen tief ins Herz des magischen Waldes vordringen und der Einzige, der weiß, wo sich die zwei Erlen befinden, ist die Kreatur, die in Elspeth Geist lebt, der Nachtmar, und der ist nicht länger bereit, nur zuzuschauen.
Auch im Hause Lux gibt es natürlich wieder das ein oder andere Buch gegen Monatsende, wie es eigentlich jeden Monat so ist. In Case We Dare erscheint zum Beispiel und da heißt es wie folgt. Ihre Liebe ist verboten, denn er ist ihr Vorgesetzter. Für ihre Neustadt in Boston will Laurel ihre Vergangenheit hinter sich lassen und sich ganz auf ihre Karriere konzentrieren. Voller Elan stürzt sie sich in die Arbeit als Anwältin bei Gold, Bright & Partners. Ihr Vorsatz gerät jäh ins Wanken, als sie Aaron Bates begegnet, dem Juniorpartner der Kanzlei. Zunächst hält Laurel ihn für das Klischee des arroganten Anwalts, aber als sie ihn besser kennenlernt, gelingt es ihr, einen Blick hinter seine Fassade zu werfen. Doch Aaron ist Laurels Mentor und damit ihr Boss. Und als die beiden bei Recherchen zu einem Mordfall viel Zeit miteinander verbringen, fällt es ihnen immer schwerer, der starken Anziehung zwischen ihnen zu widerstehen. Auch das nächste Buch ist für mich absolutes Neuland, was den Schreibstil angeht. If the Sun Never Sets von Anna Huang. Ganz viele kennen sie schon, es ist auch eine, sag mal, Stamm-Lux-Autorin, aber ich habe tatsächlich noch nie was von ihr gelesen. Vielleicht wird die If Love-Reihe da der Vorreiter. Wir werden es erfahren. Ich werde euch auf jeden Fall jetzt erzählen, um was es in Band 2 der Reihe geht. Farrah kann es nicht fassen. 5 Jahre ist es her, dass Blake Ryan ihr das Herz gebrochen und sie ihn aus ihrem Leben verbannt hat. Nun steht er wieder vor ihr, noch immer so attraktiv wie damals. Er war ihre erste Liebe, jetzt ist er ihr erster Kunde als freiberufliche Innenarchitektin. Und es scheint, als hätte Blake alles. Geld, gutes Aussehen, ein florierendes Sportsbar-Imperium. Doch innerlich wird er von Reue gequält, Farrah vor all den Jahren verloren zu haben. Als sie sich wieder begegnen, ist er fest entschlossen, die Liebe seines Lebens zurückzugewinnen. Alles in Farrah sehnt sich nach ihm, aber kann sie ihm ihr Herz erneut schenken? Und auch von Tilly Cole wird es was Neues geben. Ich mag ihre Art zu schreiben unheimlich gern und ich weiß noch, wie ich bei ihrem ersten Band, den ich gelesen habe, Rotz und Wasser geheult habe. Ich gehe davon aus, dass es bei diesem Buch hier genauso sein wird. Es heißt nämlich A Thousand Broken Pieces. Ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es genau das mit meinem Herz machen wird. 3 Jahre, 12 Monate, eine Ewigkeit. Seit Savannah Litchfield 17 geworden ist, so alt wie ihre Schwester Poppy war, als sie starb, ist der Schmerz über ihren Verlust stärker als je zuvor. Als Savannah von einem Ferienprogramm speziell für Jugendliche hört, die einen Schicksalsschlag erlitten haben, hofft sie, dass das ihre Chance auf einen Weg zurück ins Leben sein kann. Dort trifft sie den anstrebenden Eishockeystar Cale Woods, der seit dem Tod seines Bruders nicht mehr spielen kann. Savannah und Cale finden Trost ineinander und einen Funken Hoffnung, der Stück für Stück die Scherben ihrer gebrochenen Herzen wieder zusammensetzt. Das nächste Buch habe ich schon ganz, ganz lange auf meiner Wunschliste und auch auf meiner Rido-Wunschliste. Das habe ich nämlich bei irgendjemandem gesehen und dachte, du musst es jetzt direkt auch speichern, weil es so gut klang. House of Marion heißt das Ganze und im Klappentext heißt es auch wie folgt. Quell Marion wurde mit einer verbotenen dunklen Magie geboren. Ständig auf der Flucht fällt ihr nur noch ein Ort ein, an dem sie sich retten kann. Das luxuriöse Internat House of Marion. Unter der Leitung ihrer Großmutter werden dort Schülerinnen mit magischen Fähigkeiten ausgebildet, um einer elitären Vereinigung beizutreten. Quell hofft, mehr über ihre Kräfte zu erfahren und sie vor der Welt verbergen zu können. Besonders vor Jordan Wexton, einem attraktiven und talentierten Mitschüler, der zu ihrem Tutor ernannt wird. Denn auch wenn beide sich zu wehren versuchen, bei jeder Begegnung knistert es stärker zwischen ihnen, obwohl nicht nur Quell ein tödliches Geheimnis hütet. Und dann kommen wir last but not least zum letzten Buch. Eigentlich wären es noch 2, aber das andere wurde kurzfristig in den November verschoben, also das werde ich euch nächsten Monat vorstellen. Powerless von Elsie Silver wäre damit das letzte Buch und da heißt es im Klappentext wie folgt. Er hat ihr Herz gebrochen, jetzt will er es zurückerobern. Als Sloane am Tag ihrer Hochzeit ihren Verlobten verlässt, hilft ihr ausgerechnet Jasper Gervais zur Flucht, der Mann, in den sie seit Jahren verliebt ist, der sie jedoch nur als eine Freundin sieht. Dabei ist Sloane die Einzige, die hinter die Fassade des gut aussehenden Eishockeystars blickt. Als seine Welt zusammenbricht, ist sie für ihn da und je näher sie sich kommen, desto bewusster wird Sloane, dass Jasper doch mehr von ihr will als reine Freundschaft. Aber nachdem er sie jahrelang abgewiesen hat, wird er seine Gefühle beweisen müssen. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die im Oktober erscheinen werden, die so ein bisschen in mein Beuteschema fallen. Es gibt natürlich noch viel, 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 viel mehr, die auf den Markt kommen. Meins ist Buchmessenmonat. Ihr wisst, was das bedeutet.
Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß mit den Büchern. Ich packe sie euch alle in die Infobox mit einem Affiliate-Link zu Thalia und zu Amazon. Da könnt ihr alles nochmal nachlesen und euch schlau machen und oder sie bestellen. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Ich werde mir jetzt noch eine Ladung Sushi holen gehen und mir es dann auf der Couch gemütlich machen. Das war's von mir. Ich wünsche euch was und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!